muss nämlich hier noch nebenbei gerade mein Inventar aufräumen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die ich da habe. Ja, mach ruhig. Tintensack. Ich mache mir Gedanken, wie wir die Bar bauen. Also hier ist der Haupteingang, hier möchte ich mal raus. Und hier ist alles voller Fenster. Somit würde ich sagen, wir machen hier diese Eckfenster raus. Es geht in ein Schlafzimmer rein. Finde ich eher ein bisschen blöd. Wie schaut's eigentlich aus? Ja, da ist Glas drin. Kann ich mir das nehmen? Braucht ihr noch welches? Ne, ich brauche im Moment keins. Gut. Ich habe noch 4 Stück fürs. Genau. Ich brauche Glas fürs Gewächshaus, deswegen. Oh, wie war das jetzt? Pass auf, ich habe eine viel bessere Idee. Clear. Das war eigentlich eine doofe Idee. Ach, ich bin so blöd. Das ganze Glas umsonst. Ich hab nichts anderes, weil. Vor allen Dingen ist es weg. Wo ist es denn? Wenn das Glas kaputt ist, ist es weg. Nee, ist nicht kaputt. Du machst hier was kaputt. Ja, ich mach das Glas kaputt hier. Das gesamte Glas. Ich hab gerade was mit Glas gemacht. Da ist es. Warum finde ich denn das? Achso. Ja, okay. Ich leg's hier in eine Truhe. Also Glasscheiben haben wir dann noch jede Menge. 32 Stück. Glasscheiben. Ja. Ja, ich habe 4 noch, dass ich das eine Zimmer fertig machen kann. Und, oh, ich brauche Essen. Ich gehe mal kurz dahin, wo hier diese anderen Bewohner waren. Die Fremden, ja. Mhm. Ich könnte hier eigentlich noch jede Menge sammeln. Du findest nie mehr zurück. Natürlich, ich habe auch hergefunden. Aber ich habe mich schon anders entschieden. Holz, hat jemand Holz? Ja, jetzt habe ich welches. Ich habe nur helles Holz, ich brauche dunkles Holz. Ansonsten gehe ich mal einen Baum um Sensen. Ich habe dunkles Holz, ich kann dir das geben. Wenn du noch kurz wartest, bis ich hier die Schaufel aufgearbeitet habe. Oh, ist da schon Freifläche. So, da ist sie kaputt. Dann nehme ich das schon mal mit. Na komm. So, ich mache mich auf den Weg zu dir. Ich habe gerade eben Holz am Start. Alles klar. Ich lege das Holz trotzdem mal hier in die Kiste rein. Das, was ich habe. Viel ist es nicht, aber na, doch eigentlich schon. So, ich habe 44 so. Holz, das langt. Unser Haus ist auf jeden Fall jetzt hart. So, lala, fertig. Schau mal, jetzt halt hier mache ich noch gar zu. Und zwar, schau mal her, wenn du mal kurz da bist. Ja. Wollum. Auf eine Seite bauen wir die Bar. Ja. Hier in dieses Eck, weißt du schon, da. Aha. Gut. Und auf die andere Seite würde ich so eine Lesebank-Ecke. Ja, so eine Sitzecke quasi. So eine okay. Sitzecke hinmachen. Sehr gut. Ich schmeiß mich mal ins Bett. Die Bar kannst du wieder bauen, ja? Ja. Wichtig ist nur. Nur 2 breit muss es sein. Der Gang oder das Gesamte? Ja, ich mach mal einfach hier die grobe Form. Das kannst okay. du dann machen. Weil dann damit würde ich jetzt mal das sogar direkt machen, um bei mir in der Aufnahme schon mal etwas Abwechslung zu haben. Okay. Na, das ist doch schon wunderbar, was du da gemacht hast. Das wiederum ist nicht so toll. Was ist nicht wie so toll? Die Scheibe oben drüber. Welche Scheibe? Ja, jetzt pass auf. Mit der Scheibe ist auch kein Thema. Da ist so ein Ruderkopf. Nee, daran liegt das nicht. Ja, doch, okay. Daran lag's. Das ist überhaupt kein Thema, das machen wir einfach baugleich.
Okay. Oh. Schön. Ja. Und dann würde ich mal sagen, dann grabe ich mal so langsam unseren Keller aus. Auch eine tolle Idee, ja. So, ich glaube, der Wasserfall, der ist auch fertig. So, und wer von euch Schlaumeiern? Mhm. Ach, ich glaube, ich sag's mir selber. Was? Ich weiß gerade nicht mehr, wie ein Schalter geht. Na, einfach. Einfach ein Stein. Zwei Steine untereinander. Ne, nebeneinander. Ach ne, ich hab's vergessen. Ja, einen einzigen, aber du darfst halt kein Pflasterstein, sondern die, die im Ofen sind. Ah. Warte, ich mach dir kurz einen. Genau. Ja, ich will aber keinen Knopf, ich will einen Schalter, ne? Ach, ein Schalter. Ach so, okay. Ah, da haben wir's doch schon. Da weiß ich ja noch nicht. Ja, ich hab ihn schon. Ich hab ihn schon. Wie geht der? Also ein Hebel. Ein Stein und ein Stock. Darüber ein Stock, genau. Okay. Also falls sich jetzt jemand bei meiner Aufnahme, ich weiß nicht, wie das später macht, hin und her switchen, das schaut, die Treppe ist schon gewollt so, wir müssen hier hochhüpfen, aber wenn wir später hier diesen Geheimgang bauen, da muss ich das Ganze schließen können. So mal vorweg. Auch für euch. Nicht, dass ihr denkt, ich hab's falsch gebaut. Das ist auch gewollt so. So, ich hat einer von euch noch zwei Steine für mich? Ja. Wo ist mein Glas hin? Meinst du die Ofensteine, ne? Ja. Ach da. Nee, normale. Ne, ich kann auch die nehmen. Pflastersteine oder was? Ja. Sonst setz die einfach hin und hau die kaputt, dann sind sie wieder Pflastersteine. Ja, ich glaube, es geht mit denen genauso. Nee, geht nicht. Okay. Ja, dann musst du sie einfach irgendwo hinsetzen und mit der Spitzhacke mal draufhauen. Ja, mache ich. So Och kann Gott. Man. Die schaut in der Blumentopf aus. So kann man das Zeug natürlich auch. Sein Material auf dem Kopf. Habt ihr schon mal einen Blumentopf gesehen? Nein. Nee. Schaut echt nicht nach nix aus. So machen wir es sowieso nicht. Ich setze noch keinen, ich brauche erst zwei normale Steine. Wo ist denn der Blumentopf? Den habe ich. Ach so. Jetzt brauche ich erstmal zwei normale Steine, aber es sind keine mehr da. Ja, ich habe auch keine. Ich setze einfach mal den Blumentopf und ihr schaut es euch mal an. Ach du meine Güte. Wächst da noch was? Ja, da musst du was reinsetzen, denke ja, ich mal. Ja, Blumen. Da musst du einfach eine Blume reinsetzen und dann. Ich suche mir jetzt eine Blume. Ich setze eine Blume rein. Da, ich finde zwei rote. Hast du zwei? Ich habe eine, glaube ich. Ja, eine habe ich. Ne? Egal, probier mal. Ich probiere mal aus, wie es aussieht. Oh, funktioniert doch. Warte, ich hole mal noch eine zweite. Das gefällt mir nicht. Das sieht irgendwie doof aus, ne? Die Farbe. Egal, ich setz mal weiter rein im Blumentopf. Schön. Ich find's toll. Wir lassen's einfach mal so. Sind alle nur noch synchron? Bier, Cola, Wasser. So. Das ist ja echt mal Rotz. Ich kann ja auch draufschreiben, Geheimgang. Geheimgang. Du hättest Bier, Schnaps und Wasser. Weil keiner trinkt ja, Wasser. Aber wer trinkt einen Schnaps? Ja, also Schnaps kommt nicht aus einer Zapfanlage. So, wir jetzt sind in Minecraft. Jetzt, ja, wir sind in Minecraft das, und wir bauen die Geheimgangschaltung oder was? Einer davon. Also da muss dann später einer mit Redstone verbunden sein. Der geht dann hinten ins Zimmer, da muss dann diese Kopplung da funktionieren und dann gehen hier diese, unter der Bar, diese drei Steine rutschen dann in die, also die rutschen ein, zwei da rein und unter dem, unter der Wand auch ebenfalls. Mhm. Hast du jetzt Holz gemacht? Ich habe jetzt nämlich extra Stein genommen. Ich habe hier gar nichts gemacht.
Achso. Oh. Die mal kaputt hier. Ne, die musst du lassen. Ach, die muss ich lassen? Ja, sonst schaut es nämlich optisch. Also die können wir dann später immer noch sehen, ob wir die noch brauchen oder nicht brauchen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das dann später ausschaut mit dem Geheimgang. Ach so, ab da machst du dann die Tür, ja, okay. Ne, ne, das ist schon alles oben geschlossen zu. Man sieht gar nichts von dem Raum. Eigentlich Okay. können wir die doch wegmachen. Ich wollte gerade sagen, weil wenn du die von oben siehst, ohne die Tür, dann klar, aber sieht das ein bisschen doof aus, ne? Ich stelle mich mal neben dich dann. Oh. Gehört so. Oh, ich komme nicht hoch. Baue dich mal unten die Treppe hin, genau. So. Jetzt kommen wir aber irgendwie, bauen wir hier noch einen, dann Wie meinst du sind das? irgendwie Nee, eins, eins, hier eins zu geht's weit. nicht. Hier geht's nicht, Ach weil so, wegen der wenn Tür, es dann ja. zufällt, wäre die Treppe im Weg. Ja, klar, stimmt. Eigentlich müssen wir dann noch einen Mechanismus machen, dass wenn man den falschen Schalter drückt, dass Lava von oben kommt oder so. Habe ich auch gemacht. Das Problem ist, ich habe sogar eine Verzögerung eingebaut. Das Problem ist dann später, dass es beim Aufmachen die Verzögerung zwar funktioniert, dass es später hochfährt, aber andersrum genauso, sondern die fährt zu und die Treppe fährt zu langsam runter. Und dann Okay. verschiebst die Treppe durch diesen Zylinder. Ich brauche Fackeln. Kann es sein, dass wir schon die ganze Kohle verhurt haben? Nee. Nee, in der Box ist drin, genau wo du reinguckst. Soll ich mal in den Keller buddeln oder so? Oder Ja, ich bin gerade überlegen, wie viel wir wie tief vor allem? runtergraben. Ja, Also so tief genau. müssen wir gar nicht. Wichtig ist bloß, dass wir unterm Haus Ich sind. wäre 1, 2, 3 runtergegangen. Vielleicht 4 runter, oder? Ja, also wir brauchen schon ein bisschen eine Zwischenwand. Also 4, dann wären wir auf normaler Höhe und hier fängt auch Stein an. Ja, ich werde noch eins tiefer gehen. Eins noch tiefer, okay. Ja. Also es reicht, ich brauche eine Also bis hier, Schaufel. ne? Genau, bis dahin. Upsa. Ich muss mir auch noch kurz eine Schaufel besorgen. Hast du noch Treppen? Ich habe noch Treppen, ja. Vier Stück wären ja super. Mann! Du Treppenmeister. Ich wollte gerade ein Ding nachbauen. Von Da Vinci. Ja, Nee, das jetzt war bin ich von. gespannt. Von wem war das? Picasso oder was meinst du? Nee, von Picasso war das nicht. Von Dali oder von. Ach, meine Schaufel ist auch kaputt. Egal, irgendeiner kennt es schon. Du weißt doch selber nicht, was du machen wolltest. Mit Dann dir doch sollen's die keiner anderen gesprochen. erkennen. Mit dir doch keiner gesprochen. So, ich brauche Stein, ich brauche Stein. Aber auf euch ist ja kein Verlass. Eisenspitzhacke, zack. Ich mache uns einen Steinbruch Gut, ich quasi. glaube, wir sind zu hoch von der Decke. Ich glaube, wir sind eins zu hoch von der Ja, Decke. wenn wir da oben noch einen Stein dran machen oder so? Oder willst du Ja. Erde lassen? Nee, okay. Nee, hast Dann, recht. ich dachte, wenn wir da Holzboden oder Stein dran machen. Hast recht. Wollen wir versuchen, genau unterm Haus zu sein, oder ist egal eigentlich, ne? Nee, das ist dann später egal. Wichtig ist nur, dass es dann hier neben der Treppe. So haben wir das schon mal gemacht. Das hatte ich. Also ich fand es richtig gut. Praktisch nochmal so geheim. Kein Geheimtür war das nicht, aber so separater Raum nochmal, wo wir einmal diese hochwertigen Sachen versteckt haben. Ach so, hier nur so also eine kleine Tür dann. Nee, nee, das wird schon so breit. Hier als. Hier kommt dann später eine Tür rein. Hier. Okay. Ah, Also okay. unten halt. Ich höre ein Skelett. Oh, das schießt auf mich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ist draußen dunkel? Nein, nein, drin.